Schön. Ist das immerhin geschafft. Mal gucken, ob ich bei dem Rest auch so ein Aggro kriege. Moment. Ich musste mal kurz was trinken, weil mein Hals gerade schon wieder von dem ganzen Rumgebrülle etwas angegriffen ist. Bei Batman habe ich nicht so einen Scheiß. Da habe ich nur das Problem, dass ich so viel neben der Story machen kann. Das ist wieder ein super Auftakt. Ich weiß gar nicht, warum die Spider-Man-Retro-Reihe immer so wuderfüllt sein muss. Liegt das daran, dass das alte Spiele sind, alte Spiele für gewöhnlich schwerer sind als diese neuen Dinger? Muss das ja, oder? Ey, ich sag dir, du, danach spielen wir Assassin's Creed. Hast du das gesehen? Der hat durch die Mauer durchgeschlagen. Ja, jetzt traut er sich das nicht mehr, ne? Vorführeffekt. Da hat mich eben durch die Mauer durchgeschlagen. Ich hab's genau gesehen. Ich gebe zu, das war eigene Blödheit. Ich finde das unfair, dass die Rüstung nur die aktuelle Energie abdeckt. Dann bist du ja gleich doppelt angearscht, wenn du mit kaum Energie da ankommst. Natürlich! So, du Wallboxer, du! So, jetzt habe ich einen Hitzeanzug und einen Superpower-Anzug und haufenweise Anzüge, die mir wahrscheinlich wieder nichts bringen werden. Und doch, sie können diese Typen one-hitten. Ist das wichtig? Aber so kommen wir doch gerade noch ganz gut voran, oder? Sagte er und kriegte wieder voll auf die Fresse. Werden die stärker oder was? Sehe ich nicht ein. Ich werde auch nicht stärker. Oder habe ich irgendwas dafür bekommen, dass ich Hammerhead gelegt habe? Nee. Nix. Hast du ja nicht verdient. Hast du unendlich Leben eingestellt. Ja, aber ich glaube, wir haben das gerade auch ohne dieses Leben extra geschafft, oder? Boah, du Wichser! Hast du nichts Besseres zu tun, als den ganzen lieben langen Tag irgendwelche Spinnen runter... So, lieber erstmal hier oben lang gehen. Wetten, jetzt kommt wieder einer angerannt. Na, ich dachte schon. Ich hätte ihn aufgehalten. Hast du gesehen, ne? Okay, da es hier oben offenkundig weiterzugehen scheint, werde ich doch erst nochmal unten nachsehen, was da kommt. Feuer. Ey, zum Glück gibt es hier Checkpoints. Sonst wird es jetzt Tote geben. Ich war noch mit einem anderen Kumpel beschäftigt, du Kappa, du. Ja, lustiger Salto. Ging nur leider über mich rüber, du Doppel, du. Okay, ich sollte vielleicht doch erstmal den Kran hinauf. Nutzen des Ganzen? Null. Doch, wir haben dein Leben verloren. Das war sehr, sehr ertragreich. Wieso ist der denn schon wieder da? Du hast keine Erlaubnis zu respawnen. Na, wobei, doch, hat er. Willst du mich verarschen? Da ist irgendwas Großes und es blinkt und ich komme da nicht hin? Wieso komme ich da nicht hin? Komme ich da von der Seite aus ran? Nee, sieht nicht so aus. Ich versuch's trotzdem. Verbrauche ich eigentlich Energie? Netz, wenn ich... Ja, ich verbrauche Netz, wenn ich an der Wand hänge. Unterbrich mich nicht, ich bin auf einer Mission, die mich offenbar nirgendwo hinführt. Kennt ihr das? Ihr schlagt immer direkt in der Nähe von jemandem und trefft ihn nicht? Ist mir auch noch nie passiert. Wenn ich nach jemandem schlage, der direkt vor mir steht, dann treffe ich ihn für gewöhnlich. Und schlage nicht an ihm vorbei. Schon gar nicht, wenn er direkt in mir steht.
Okay, das war total nutzlos, denn da komme ich nicht hoch. Aber wie gerne würde ich hier einfach mal ausholen und ihm richtig mit Schmackes aufs Maul geben. Ah ja, der Molotow-Mann ist wieder da, oder wie? Habe ich dich nicht eben getötet? Muss ich mir eingebildet haben. Wie neulich die 40 Units, die ich für 70 gehalten habe. Aus Gründen. Okay, eigentlich wollte ich dich überleben lassen, aber dein Kumpel hat mich hier runtergefeuert. Mit der Ansage, dass das wahrscheinlich öfter passieren wird. So, du willst also Mollys werfen, ja? Verstehe wieder das komische Syndrom, dass du mich schlagen kannst, aber ich dich ums Verrecken nicht treffe. Ich will dahin, verdammt nochmal. Ich will das Halsband haben. Das macht bestimmt irgendwas Tolles mit mir. Weil diese Gedanken wieder. Ich dachte gerade so, eigentlich müsste man bei einer Hochzeit nicht Ringe tauschen, sondern Halsbänder. Das wäre doch viel symbolischer. Ja, das war Meister. Ach komm, geh baden. Da unten blinkte doch was, oder? Okay, dumme Frage. Woran macht sich das fest, ob ich auf einer Laterne stehen kann oder nicht? Auf der kann ich offenbar stehen. Auf der kann ich offenbar nicht stehen. Das funktioniert nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Vielleicht finde ich irgendwo noch eine andere Laterne, auf der ich stehen kann. Auf der kann ich es zum Beispiel nicht. War jetzt hier wirklich was oder habe ich mir das... Da ist wirklich was. Etwas, das mir gerade absolut nichts bringt, weil ich volle Energie habe. Ich will aber noch nicht mit dem Boot abfahren, Mama. Der böse Onkel da sieht gruselig aus. Er will andauernd zu mir in die Kajüte kommen. Dafür kriegt er jetzt voll eins flambiert. Nein! Okay, ich kann also auf der Laterne stehen. Warum sollte das auch funktionieren? Es wäre nur logisch. Ich wäre da hoch, verdammt. Oh toll, Wasser, One-Hit-Kill. Allen Ernstes, das muss doch irgendwie möglich sein, da hochzukommen, oder? Ich bin eine heiße Spinne. Sexy and I know it. Hey, spring doch mal. Nee, noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Na komm. Nein, fast. Willst du nicht die andere Laterne benutzen als Trampolin? Ich wette, du kannst das. Du bist nur NPC. Was sollte das denn für ein Stuntkick, Junge? Du hast deinen Posten nicht zu verlassen. Okay, ich muss hier irgendwie raufkommen. Betonung liegt auf irgendwie. Den hier meistens zwei mit einem Schlag ab. Da frage ich mich gerade, warum. Und das frage ich mir ernsthaft. Guck mal, jeder normale Spider-Man würde sich jetzt denken, kann ich doch draußen dran vorbeiklettern. Aber ist das Tolle, wenn man nur zwei Dimensionen kennt.
Da passiert sowas nicht. Dies hier ist übrigens auch wieder ein alternatives Universum. Nicht das Universum, in dem Spider-Man nur zweidimensional ist. Und nicht an so einem Balken vorbeiklettern kann. Um das da zu kriegen, was auch immer es ist. Ich gehe jetzt nochmal zurück und gucke nach, ob ich da nicht zufällig irgendwie rankomme. Das sieht mir zu wichtig aus, um es komplett zu ignorieren. Ey! Er war sicher. Er musste es ja wieder übertreiben. Bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt sterbe. Ist denn mein Checkpoint wieder auf der anderen Seite? Ach komm, wir haben den Nachtclub-Level auch zweimal gemacht. Da können wir den hier auch zweimal machen. Ich freue mich jetzt schon richtig dolle auf die anderen Endkämpfe. Nicht. Ja, das war gerade der Zuschauer in dem Kommentarbereich, der mir auf die Fresse gegeben hat. Ich wette, ich komme da vorbei, sobald ich die Möglichkeit besitze, einen Elektroanzug zu benutzen. Das war mir gerade egal. Ja, ja, ich komme ja gleich zu dir. Dun, 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 dun. Die Musik ist auf jeden Fall besser als der Nachtclub. Meiner Meinung nach zumindest. Was habe ich denn jetzt eigentlich gerade? Theoretischen Thermalanzug, oder? Ja, ich wusste, dass du da noch auf mich wartest, Kumpel. Ich bin nicht komplett dumm. Manches merke ich mir. Dich zum Beispiel. Na dann weiter auf der Yacht. Habe ich schon erwähnt, dass diese Retro-Staffel hier komplett improvisiert ist? Heute Morgen wusste ich selber noch nicht mal, dass sie startet. Ich dachte mir nur so, hey, The Force Unleashed ist zu Ende. Marvel Contest of Champions ist zu Ende. Skyrim läuft noch einige Jahre weiter. Und Arkham Knight sowieso. Warum nicht also das hier starten? Dem das Schicksal so super gezeigt hat, dass neue Spiele spielen eh nichts bringt. So, ich habe jetzt natürlich ignoriert alles, was da unten ist, aber das ist mir auch Wumpe. Was ist das denn hier? Irgendein Boot? Wahrscheinlich, ne? Irgend so ein Schifffahrtkreuzer. Erstmal demonstrativ in die Fresse gekickt vom Billardtisch aus. Ah ne, ist ja, wie heißt denn das? Roulette. Das sind die Pokertische, glaube ich. Darf man das überhaupt zeigen? Glücksspiel ist auch in Deutschland irgendwie nur ab 18. Dieses Let's Play ist ab 18. Solltest du unter 18 Jahre alt sein, bitte verlasse dieses Let's Play sofort. Sonst muss ich es zensieren. Geh ganz ehrlich. In Pokémon, ne? Haben sie Spielenhallen rausgenommen. Weil die ja gegen das Gesetz sind. Und süchtig machen können. Aber so ein Spiel wie Marvel Contest of Champions, ne? Das lassen sie im App Store drin. Das ist theoretisch auch Gambling auf höchstem Niveau. Du kannst halt Geld bezahlen, kriegst dafür so einen dummen Kristall und weißt nicht, was da drin ist. Es kann wieder nur ein Zwei-Sterne-Held sein. Übrigens, ne, ich habe noch keine Allianz aufgemacht bei Marvel-Dings. Was daran liegt, dass ich mich nicht für einen Namen entscheiden kann.
Sobald ich einen Namen habe, werdet ihr ein FYI-Video dafür sehen. FYI, na, for your interest, du weißt schon. Oder Information in dem Fall. Ich bring das selber immer noch durcheinander. Das war vor allem bei dem FAQ-Video war das lustig. Da mache ich das FAQ-Video zu den FYI-Videos und sage die ganze Zeit FYI. Bis mich dein Goran aus dem Blog darauf hinwies, Junge, I ist im Englischen das E. So, wie komme ich jetzt da unten dran? Will ich da überhaupt unten langkommen? Das sind wahrscheinlich die Leben. Denn ich bekomme sie nicht. Oh. Warte mal kurz. Bist du ins Wasser gesprungen? Nein, bist du nicht. Jetzt bist du ins Wasser gesprungen. Die Genugtuung musste sein. Spider-Man, Spider-Man, krallt whatever, Spider-Ken. Ach, sieh mal einer an. Ich kann den Haken aufwärts machen. Der Preis für den dümmsten Tod geht an den Typen, der da gerade einfach mal so ins Wasser geflogen ist. Ich kann Aufwärtshaken machen. Das Spiel ist gerade um 20% besser geworden. Wenn die Gegner noch 5-mal so in ihren Tod springen, ist es um 40% besser geworden. Anleitung lesen hilft meistens bei sowas. Einfach nur, weil du mich nervst. Und dann noch so ein Pussyschlag, so bäh, so bäh, bäh. Ganz langsam, hui. Das ist dumm. Gefangen. Mal angenommen, ich krabbel jetzt auf der Seite hier nach oben. Dann komme ich da nicht weiter. Mensch, jetzt läuft's. Bis wir zum Endgegner kommen. Hab nur vergessen, wer der Endgegner ist in diesem Teil. Wahrscheinlich Elektro, oder? Wenn überall diese Elektro-Dinger sind, dann ist es doch naheliegend, dass Elektro quasi hier unser Gegner ist. Ich sehe auch überall Laternen, das muss Elektro sein. Gibt es in einem Level Laternen, ist Elektro garantiert der Endgegner. Oh Junge! Merkst du, jetzt werde ich schon wieder übermütig. Oh, ihr seid zu dritt, na, das wird ja immer besser. Was, dann könnt ihr nicht hüpfen, oder wie? Double K.O. Na, du wolltest doch bestimmt wieder deine Mollys werfen, ich hab's doch schon gerochen. Übrigens recht coole Tiere, diese Rochen. Es gab da bei Ariel immer so einen, den ich ganz cool fand. Und vergessen, wie der hieß. Mantax oder so. Weil es ein Manta-Rochen war. Das ist so die Sparte Bösewicht, die ich cool finde. Welche, die cool aussehen. Welche Bösewichte cool aussehen, ist aber wieder so eine Sache. Ultron sieht cool aus. Abomination nicht. So, jetzt fangen wir mal an zu überlegen, wo ist der Unterschied zwischen Abomination und Ultron? Kein Spider-Man-Spiel ohne Rhino! Autsch. Merke. Oh, wenn es so weitergeht, ist er eigentlich relativ einfach zu besiegen, wenn ich nicht wieder direkt vors Horn renne. Ach so, ich nehme Schaden, wenn er dagegen rammt.
Das muss mir doch einer mal sagen. Jetzt hing er wieder fest, oder wie? Okay. Nehme ich auch Schaden, wenn ich über ihn rüber springe, oder eher nicht so? Ja, jetzt musst du erstmal wieder schaffen, über ihn rüber zu springen, du Spinner, du. Wie soll ich denn das machen? Kann ich irgendwie blocken oder so? Okay, ich kriege keinen Schaden, wenn ich springe, wenn er angerannt kommt. Nein! Hör auf zu krabbeln, du Krabbelspasti. Das war einmal zu wenig getroffen. So. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Aua! Hat er mich gerade echt ausgeschaltet? Rhino Power! Nein, komm zurück! Aua, doch nicht so! Mist! Das kriege ich hin. Irgendwann. Jetzt hat er sich echt umgedreht und mir eins in die Fresse gehauen. Ich glaub's ja nicht. Komm, Rini. Rini, 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 Rhino ist ein Mino. Sollte ich dich vielleicht mal Rhinosaurus nennen? Rhinosaurus Steps? Oder irgendwie so? Oder hast du lieber sowas wie Insomnidus? Heißt du von Insomnia? Schlafkrankheit. Zum Schnarchen. Boah. Die Itzy Bitsy Rhino up the streets baut. Down came the Spinne und haut das Schweine aus, Rhino, okay, Lieder dichten auf Flug ist noch nicht so mein Ding. Hilfe, Spinnenmann! Echt? Der kann nicht schwimmen, oder was? Dieser übergroße Tölpel ist... Ja, und der kann nicht schwimmen. Doch, du kannst ihn ertrinken lassen, denn jetzt haut er dir aufs Maul. Oh, er weiß nicht, wo er ist und was das Ganze soll. Offenbar wurde er mind-controlled, was nicht schwer ist bei diesem Tölpel. Oder das ist ein Trick, würde ich auch machen, weißt du? Erst gegen Spider-Man-Wetter und dann so, wo bin ich? Aha. Er sollte also irgendwie die Cops beschäftigen, während eine Museumslieferung geklaut wird oder so. Und er erinnert sich mal wieder an gar nichts. Die waren wohl zu langsam. Der hat ein bisschen Hirnschaden genommen beim Ertrinken.